Meine Kinder sind 2 und 4. Es ist sehr gut möglich, dass sie noch erleben werden, dass Teile der deutschen Nordseeküste aufgegeben werden müssen. Herzlich willkommen zur Klimakonferenz, die der Spiegel in Kooperation mit BCG heute ausrichtet. Klima und auch das Thema Nachhaltigkeit treibt uns als BCG schon eine ganze Weile um. Die Konferenz abzusagen war keine Option, dafür ist das Thema einfach zu drängend. Deshalb finden unsere Talks und Panels virtuell statt. Es sind nur ganz wenige Teilnehmer heute hier vor Ort. Kann unser System Klima? Wie sind wir noch zu retten und wollen wir das eigentlich? How are you going to repay the debt to the next generation? Es wäre ja schon mal gut, sich zu überlegen, wie viel muss ich überhaupt konsumieren? Wie holen wir das auf, was wir an Zeit verspielt haben? Wie kann ich meinen eigenen CO2-Fußabdruck minimieren? Was müsste man eigentlich anders machen, anstatt dass wir nur etwas weniger machen? Was müssen Politik und Konzerne eigentlich tun, um die Klimawende zu beschleunigen? Verbote sind ja eigentlich Regeln für die Gesellschaft. Es gibt im Stromsektor mehr Alternativen, als es im Verkehrssektor gibt. Der Luftverkehr macht weltweit 2,8% der Emissionen aus. Das ist zu viel, um sich dem Thema nicht mit voller Energie zu widmen. Das ist aber zu wenig, um den Luftverkehr irgendwo an den Pranger zu stellen. Wir werden hart diskutieren müssen, wer wie viel zum Kuchen beiträgt. Was ich tatsächlich ganz interessant fand, ist, dass die Bosse der großen Unternehmen da relativ weit vorne sind. Man hat ja fast das Gefühl, dass die Politik vor sich hertreiben und sagen, ey, mach mal was. Die Klimapolitik ist eine ökologische, eine wirtschaftliche, aber auch eine tiefethische Frage. Und deshalb habe ich ja mit der Charta auch einen historischen Kompromiss vorgeschlagen. Wir stellen das vom BIP zur Verfügung, was wir brauchen, um klimaneutral zu werden, spätestens 2050. Ein Pakt zu machen, wo er sagt, das müsste man mal alles tun, kann ich nur sagen, ja, herzlich willkommen, das fordern wir seit Jahren. Dann bitte jetzt auch umsetzen. Es gibt ja nicht nur diesen Klimapakt, den er jetzt ins Schaufenster stellt, sondern auch einen Vorschlag zur EEG-Novelle. Also die Miserie von Politikern ist, dass sie in jedem Sektor regulatorisch in das Leben von Menschen eingreifen müssen. Ich sehe als die größte Chance in der Tat, dass diese alten Gräben, wir haben hier die Unternehmen, wir haben da die Politik, dass alle Beteiligten einsehen, dass es für die Gräben zu spät ist. Wir müssen tatsächlich in den nächsten 10 Jahren die entscheidenden Weichen stellen. Praktisch in den nächsten 5 Jahren. 2050 hört sich gefühlt weit weg an, aber das entscheidende Jahrzehnt beginnt jetzt. Es ist ein gesellschaftliches Problem, was wir lösen müssen. Und die Industrie kann sich dem nicht entziehen und wir können nicht sagen, Politik schafft die Randbedingungen und wir arbeiten dann da drauf. Es ist auch meine Rolle, diese Diskussion mitzuführen. Ja, zunächst brauchen wir aber sozusagen eine tiefgreifende sozial-ökologische Transformation und das ist ja eine systemische Frage. Also die Infrastruktur um uns herum ist zu fossil, die Energie, die wir konsumieren, ist zu fossil. Solange es sich lohnt, Öl aus dem Boden zu pumpen, wird das Öl verbraucht. Wir müssen die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, fundamental umstellen. Wir müssen also Wasserstoff so günstig produzieren, dass es sich nicht mehr lohnt, das Öl aus dem Boden zu pumpen. Der Schlüssel ist Innovation und der Schlüssel ist diszipliniert dran zu bleiben. Es gibt das Allheilmittel nicht. Am Ende werden die Lösungen nur mit Technologie kommen und mit Ingenieuren, die es bauen und realisieren. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der macht Flüssigkristalle für Handybildschirme. Katastrophal kommoditisierter Markt heute. In Zukunft überlegen die zum Beispiel, machen sie Fenster, die Gebäude energetisch sehr viel günstiger machen und die darin ein Wachstumsfeld sehen, das sie vor 10 Jahren nicht gesehen haben. Wenn wir uns Zahlen anschauen, dann ist es so, dass die Unternehmen, die im Klima gut dastehen, in der Regel auch bei der Unternehmensbewertung gut dastehen. Tesla ist heute an der Börse doppelt so viel wert wie VW, BMW und Daimler gemeinsam. Zurzeit denken wir immer, das ist erstmal alles ganz teuer, aber es wird Unternehmen geben, die werden Lösungen finden, mit denen sich ein Haufen Geld verdienen lässt. So, ist doch okay. Wenn es uns am Ende allen den Arsch rettet, würde ich sagen, bin ich dabei.